kenne viele Bergleute, bezeichnet man als Kumpel, aber die meisten sind alles bloß Mitarbeiter. Locke ist ein Kumpel. Wir sind ein Herz und eine Seele. Wo ich hier angefangen bin, die Kumpels haben mir deutsche Sprache, die Kultur, haben mir alles beigebracht. Also man konnte sagen, mein Deutschland ist dir sicher. Mein Opa war im Bergbau und mein Vater auch. Ja, da habe ich halt angefangen. Ich war eigentlich schon immer eine Frau, sah nur halt aus wie ein Mann. Deutschlandweit bin ich die einzige Frau, die im Steinkohlebergbau unter Tage gearbeitet hat. Meine Mutter war ein Bergmann, 30 Jahre lang. 1000 Meter unter Tage. Da zählt nicht der Einzelne. Gar keine Frage. Man ist bloß eine Nummer. So ist es. Ein Leben für die Kohle. Deshalb brauche ich auch nicht irgendwelche Loblieder auf die Bergleute. Heute stehen die Bergleute im Mittelpunkt. Nach mehr als 500 Jahren endet hier der Steinkohlebergbau in Deutschland. Ich traue da jetzt nicht hinterher. Das Leben geht weiter. Ich hoffe, dass man sich noch ein bisschen sieht. Ne? Nicht, dass es einfach vorbei ist, außer Augen, aus dem Sinn. Was wir die 18 Jahre aufgebaut haben, bauen wir alles wieder zurück jetzt. Ne? Rückbau, das hört sich besser an. Aber wir wollen mal ehrlich sein. Wir machen einfach mal alles kaputt. Müssen wir auch mal an den Nachwelt denken. Vom Bergmann, der Kohle gefördert hat für Kohlekraftwerke und dann will er die Welt retten. Also im Nachhinein hätte ich ja lieber was ganz anderes gemacht. Friseuse oder Make-up-Artist. Aber wäre ich damals bei meinen Eltern damit um die Ecke gekommen, die hätten gesagt, du hast einen am Sträußchen. So habe ich dann meine Rolle des harten Kumpels gespielt. Oh, Locke, da hinten, schönes Bild. Rechts die Vergangenheit, die da qualmt. Und links die Zukunft.